Abi. Abi. Selam Leute, vier Finger Mexican Style. Heute ist ein besonderer Tag, das ist eine Sondersendung, sage ich mal. Ich musste meinen üblichen ganzen Programm beiseite tun. Und wie ihr schon merkt, liegt hier ein Berg von Akten. So, da ist viel Erinnerung dran für mich. Hier geht es jetzt heute um den Fall Aygün Mutschuk. Viele kennen den. Die Interviews, die ich damals mit der Familie der Schwester geführt habe, und die sind auch auf meinem Account. Und jetzt an viele da draußen, die mich immer durchbohrt haben mit Fragen, ey, was ist denn jetzt mit Aygün Mutschuk Fall, was ist denn mit Aygün Mutschuk Fall? Ich habe euch doch immer gesagt, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich kann nichts sagen, so, weil die Behörden ermitteln. Und ihr müsst euch so überlegen, rückwirken, das war ein Cold Case Fall, als ich damals die Familie kennengelernt habe. Also Cold Case, die Akten waren weggelegt, also da konnte nichts gemacht werden. Und durch meine Interviews, auch durch meine Arbeiten und Recherchen, deswegen habe ich diese ganzen Akten, ne, mal hier hingestellt. Da hang ich Tage, Nächte, Wochen dran. Und bin die akribisch durchgegangen, weil damals die Schwester gesagt hat, hey Bruder, bis heute hat keiner richtig diese Akten angeguckt. Und damit fing das eigentlich alles an, mit diesen Akten. Der Interview war eine Seite, das war für die Familie. Und diese Akten, durch meine Arbeit halt, wurde dieser Cold Case Fall vom Regal wiedergenommen. Aktuell wurde angefangen zu ermitteln durch Sachen, die ich teilweise gefunden habe und mit der Schwester zusammen der Behörde übergeben habe. Viele kennen die Geschichte. Ich erzähle das jetzt kurz für Leute, die neu einsteigen. Ihr könnt die Videos auf meinem Account sehen. Das war auf jeden Fall also der Fall überhaupt, seit ich dieses YouTube mache. Für mich auch eine ganz enge Beziehungen, sage ich mal, habe ich zu der Geschichte, auch zu der Familie. Ich habe da eine Schwester, Schwestern gewonnen. Ich habe eine Familie gewonnen. Die haben einen Bruder, einen Sohn gewonnen dadurch. Und uns verbindet sehr viel. Von hier viele Grüße, Schwester. Ne, du siehst, guck, die Zeit kommt, wie sage ich immer, die Lüge gewinnt den Sprint, die Wahrheit den Marathon. Und auf jeden Fall heute die Sondersendung, weil ganz frisch, ganz aktuell ist gestern 31.08. von der Bild-Zeitung was veröffentlicht, und dazu werde ich gleich kommen. Das ist auch der Grund, warum ich heute dieses Video mache, enorm wichtig. Und damals ging es ja darum, dass die Familie auch gewisse Leute beschuldigt hat. Das ist öffentlich, sie hat das Recht. Ne? Da ging es um einen Robert T., der jetzige Präsident von Hells Angels Gießen, damals Vize unter Aygün Mutschuk, wo er noch am Leben war. Und dieser spezielle, sage ich mal, Person Ansgar, so der Sergeant war, was damals halt kurios war, dass er, dass der Aygün ihn aus dem Club also rausgeworfen hatte. Die Gründe sind alles in dem Interview. Und dann war der auf einmal weg. Da haben sie dann gelogen gehabt, den Aygün belogen, dass der in Georgien wäre und so, obwohl dieser Robert T. ihn da in der Nähe irgendwo versteckt hatte. Und komischerweise nach Aygün sein Tod war der auf einmal wieder zurück.
und war auf einmal wieder sogar Sergeant und alles hatte da so seinen Lauf genommen. Und wir haben das damals schon, ich sag mal, ich als Szene-Experte, dass ich selber in diesem Milieu, das war eigentlich ein unmöglicher Vorgang, ne, dass wenn jemand einmal rausgeschmissen ist, er gar nicht mehr reinkommen kann, ne, und vor allen Dingen nicht wieder direkt als Sergeant, ne, als hohe Position. Aber das hatten wir schon alles. Und diese zwei wurden von der Familie halt verdächtigt, auch mit dem Finger gezeigt. Und Hinweise und etc. Und dann hatte ich ja recherchiert und ermittelt auf meine Art und Weise. Man hatte mich mal Sherlock Holmes genannt und was weiß ich gemacht. Und da gab es damals auch viele, sage ich mal, Leichenfledderer, die diese Sache beschmutzen wollten, ne? Auch meine Arbeit. Und ich konnte ja auch nicht weit mich rauslehnen, weil ich konnte diese Akten nicht preisgeben. So, weil es war ein Cold Case, die Ermittlungen haben wieder angefangen, ne? Ich habe da viel geleistet und ab dann konnte ich schon gar nichts mehr aus den Akten sagen und geben, habe ich ja auch nicht gemacht. Und bis auf ein paar gewisse Sachen, die nicht direkt mit den Akten zu tun hatten. Und zwar, es ging um diesen Ansgar. Und wo auch die Familie den verdächtigt hat, dass er auch mit da drin steckt, also diesem Mordanschlag an seinen Bruder. Und der ist ja damals wegen einem Brandanschlag auf einem Bordell, wurde der ja verhaftet. Und ich hatte darüber geredet, berichtet gehabt. Und ich habe da tiefgehendere Arbeiten drüber gemacht und bin da auch auf diese Hose gestoßen, so, was ich auch der Behörde gemeldet habe und auch drumherum diesen Brandanschlag. Und damals hatte schon die Familie, auch die Schwester und alle gesagt, dass letztendlich der Auftraggeber der Robert T. ist, sein muss. So, und nur die konnten das natürlich nicht beweisen damals und ich habe dessen alles auf den Tisch gelegt gehabt, die Sache mal präsent gemacht und wie gesagt, da wurde dann auch viel gesagt, ja, ne, der redet wieder und das, diese üblichen Spielchen. So, wie gesagt, wir haben uns nicht beirren lassen, wir haben das durchgezogen und wie gesagt, die Lüge gewinnt den Sprint, die Wahrheit den Marathon. Wir haben Sabr abgewartet und gestern war der Tag. So. Und die Bild hat einen Bericht gebracht, ganz aktuell. Dazu komme ich gleich, aber vorher will ich einen Rückblick zeigen, bitte. Guckt euch das bitte genau an. So. Was damals die Schwester gesagt hat, was ich alles gesagt habe. So. Und vieles konnte ich halt nicht zeigen. Wegen die Ermittlungen, so vieles ging halt einfach nicht. Was natürlich dazu führte, dass halt, wie gesagt, viele Leute, nee, hier, da, so, dies und das, ne, so. Also wie heute jetzt, immer dieses, ja, Beweise, nein, dies, der redet, laber. Wir haben aber unsere Arbeit gemacht, so. Und deswegen werde ich euch jetzt einen Rückblick zeigen. Guckt euch den bitte genau an. Ihr werdet da sehen, dass ich über gewisse Sachen nur rede, leider nichts zeigen kann, ne, so. Und heute ist aber der Tag, wo sich jetzt alles ändern wird. Deswegen nehmt euch Zeit, guckt euch das jetzt erstmal an. Danach Ratengeschichte, das werdet ihr aber sehen. Ich wollte das jetzt nur im Vornherein mal sagen. Deswegen habe ich so einen Teil von dem Interview der Schwester separiert und werde euch das zeigen. Und danach werden wir weiterreden, okay? Da war noch eine Geschichte mit... jemanden, der wurde von deinem Bruder von dem Club entfernt. Ja. Und er wäre dann nach dem Tod deines Bruders wieder zurückgekommen. Kannst du da uns was Genaueres erzählen? Ja, das ist sehr interessant und ich danke dir, dass du mir diese Frage gestellt hast. Es geht um einen Jesidin, der heißt Ansgar, aber Ansgar ist seine Spitzname. Ansgar hatte persönliche Probleme mit Admiral-Türsteher aus Gießen. Admiral ist eine riesige Disco-Lounge. Dieser Ansgar wollte nicht, dass seine Ex-Freundin mehr in diese Disco reingeht. Kurze Worte, der ist dann zu den Türstehern hin, hat gesagt, ihr werdet meine Freundin nicht mehr hier reinlassen, sonst gibt es Probleme.
Ja, und dann ist die ganze Sache aus der Ruder gelaufen und dann haben die Freundin doch reingelassen. Und hier in Gießen gibt es ein Restaurant, der heißt Käfi Mangal, schmeckt übrigens auch sehr gut. Da ist auch der Eigen immer gerne hingegangen. Und diese Admiraltürsteher haben sich in ihrer Freizeit mit ihren Familien dort in dieser Käfi Mangal Restaurant befunden. Und dieser Ansgar ist dann rein und mit anderen zwei, drei Mitgliedern vom Club und haben regelrecht neben Frauen und Kindern diesen Laden komplett auseinandergenommen. Und dann hat alles angefangen. Nach dieser Restaurantschlägerei, natürlich hat Aygün erst später davon erfahren. Mittlerweile hat die Polizei auch noch nach den Beteiligten gesucht, zum Beispiel nach dem Ansgar und so. Und mein Bruder ist zu diesem Restaurant. Der hat sich echt geschämt für diese Situation und hat sich vom Restaurantbesitzer persönlich entschuldigt, Kosten übernommen, die dort durch seine Männer verursacht wurden. Und danach wurde er vom Club geschmissen. Also Eigen wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben, weil gerade diese Schlägerei neben Frauen und Kindern stattgefunden hat. Und das war jetzt der Grund, warum Aygün den vom Club verwiesen hat. Da gab es ja auch. Kann sehr gut erinnern, das war Oktober. Das war Okto zwischen September und Oktober, also 2,5 Jahre später, nachdem Aygün ermordet wurde. Hat gesagt, er muss mit mir unbedingt reden. Wir haben uns in meiner Wohnung getroffen und er hat mir erzählt, also dieser Mike hat mir erzählt, ich werde dir erzählen, von wem dein Bruder ermordet wurde, hat dann ein bisschen angefangen und hat gesagt, Ansgar und Mario sind zwei der Schützen, die haben deinen Bruder umgebracht. Eine kurze Frage noch. Derjenige, der halt diesen Restaurant zerschlagen hat und vom Club verwiesen worden ist, was ist aus dem passiert? Zumindest nach dem Versterben deines Bruders. Ist er nochmal aufgetaucht oder hat man nochmal was von denen gehört? Ah, ja. Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass dieser Mann schon ein Problemmann war, auch vor dieser Käfi-Restaurant. Er hat hinter eigen seine Sachen sehr viele, also hinter eigen seinen Rücken hat er sehr viele Menschen bedroht und geschlagen. Die Probleme fingen da an und ab diesem Restaurant, wie gesagt, war alles ausschlaggebend. Was ist mit ihm passiert? Wir dachten, ich habe Kontakt mit der jüngeren Bruder gehabt. Als ich ihn gefragt habe, was mit ihm passiert sei, hat er mir gesagt, er wäre in Georgien, da wo die herkommen. Wir dachten alle, er ist in Georgien gewesen, aber er war hier 10 Kilometer weiter weg in Reiskirchen und wurde von dem jetzigen Hells Angels Präsidenten Robert T. dort versteckt. Und zwar nicht von der Polizei, sondern von Aygün. Folgende Frage, verstehe ich das richtig? Nach dem Versterben deines Bruders ist er wieder zurückgekommen und Ja. was war sein Status im Club oder was ist da genau gelaufen? Weißt du da was? Ja, also dazu kann ich sagen, er hatte, als er rausgeschmissen wurde, hat er gar keinen Status mehr gehabt. Er wurde ja aus dem Club geschmissen. Als er wieder von dem jetzigen Präsidenten Robert T. In den Club zurückgebracht wurde, hat er den Member-Status bekommen. Also nachdem Eigen ermordet wurde. Nachdem meine Geschwister das gehört haben, natürlich, die sind explodiert und alle im Auto natürlich hinterher, ich muss da sein. Und nach unserem Glück war dieser Ansgar in meinem Bruder seinen Laden, was die auch übrigens übernommen haben. Ne? Diesen Laden haben die dann auch übrigens zu seinem Eigentum gemacht. Und der hat knallhart zu uns ins Gesicht gesagt, was wollt ihr machen? Ich habe ihn erschossen, er hat es Um verdient. diese Person geht's. Also das, was die Schwester da erzählt hat, das ist nicht ohne. So, rechtlich hat das auch eine Verbindung damit, warum jetzt auch die Ermittlungsbehörden wieder am Arbeiten sind. Nicht nur die Videos, durch unsere Videos sind die halt darauf gekommen, ne? Deswegen haben wir das ja gemacht.
Und na klar, mein Interesse war diese Person halt. Und ich bin der Sache dann mal nachgegangen. Wer ist diese Person? Und hin und her. Und ich hatte schon vorab Informationen. Und nach dem Interview halt bin ich der Sache mal nachgegangen. So, und was ich rausgefunden habe, ungefähr ist das, glaube ich, da zeige ich euch jetzt alles. Nach dem Anschlag, also die Geschichte ist ja die, ihr habt ja gehört, warum mir das komisch vorkam. Der baut Scheiße, alles ist klar, der Aygün schmeißt den aus dem Club. So, und der Vize versteckt den 10 Kilometer, was weiß ich wo. Nach dem Anschlag, zack, ist er wieder da, Member etc., alles drum und dran. Das ist ein Vorgang, der ist nicht normal. So. Und da will ich jetzt nicht näher reingehen, aber was ist danach passiert? So. Dieserjenige hat dann 2018, also knapp 2 Jahre später, einen Brandanschlag verübt. Da zeige ich euch alles, guckt euch das genau an. Und dieser Brandanschlag war gegen so einen, die sagen halt, einen konkurrierten Bordell, Sauna-Club, wie auch immer. So. Und die wurden dabei erwischt, verhaftet, angeklagt, sind vor Gericht gekommen. Das zeige ich euch auch alles, blende ich euch ein. Und dann gab es halt eine Gerichtsverhandlung und die wurden dann dort verurteilt. So. Und dann bin ich die Sache nochmal näher reingegangen, habe geguckt, recherchiert, was gibt es darüber. Dann habe ich halt im Internet diese Zeitungsartikel gefunden und da ist mir dann was aufgefallen. Und zwar, da gab es wohl eine Überwachungskamera, Infrarot, dunkel, die haben die wohl nicht bemerkt. Und die hat da wohl alles aufgezeichnet, da haben sich 2 Personen reingeschlichen, Zugang geschafft, maskiert, ne, so Sturmhauben. Und der eine hätte wohl eine Waffe da noch geladen, das hätte man gesehen, könnt ihr alles lesen. Und die haben da rumgezündelt, sind abgehauen, wegen dem Sauerstoffmangel ist das Feuer auf jeden Fall wohl wieder ausgegangen. Das ist die Geschichte. Aber in dem Zeitungsartikel wird euch auch auffallen, steht von, man hat DNA-Spuren gefunden, die verglichen mit den Tatortkleidungen und darauf beruht ja auch der Urteil. So. Und als ich das gelesen habe, ist mir wieder was aufgefallen. Und zwar, ja, wenn man doch in der Überwachungskamera nur das sieht, vermummte Leute und etc. im Dunkeln, ja, wie kommt man dann auf DNA-Spuren und auf die Klamotten, also die Tatklamotten? Und das hat mich dann stutzig gemacht irgendwo. Ne? Und da habe ich gedacht, ey, wir müssen jetzt noch weitergehen. Und dann natürlich mein größter Fokus und Interesse waren die Akten zu diesem Fall. So, wie gesagt, dieser Fall ist abgeurteilt worden, rechtskräftig ist alles und auf jeden Fall musste ich dann meine Reise starten. Dann ging es wieder Frankfurt, von Frankfurt Koblenz hin und her. Und ich habe da was bewegt, ich habe dies gemacht, ich habe jenes gemacht. Details sind unwichtig. Auf jeden Fall habe ich diese Akte gefunden und Zugang mir erschafft. So, die war nicht so groß, umfangreich, war nur so ein Brandanschlag, also übersichtlich schon. Und dann habe ich diese Akte genommen und bin die mal durchgegangen. So, wie die überhaupt an diese Klamotten gekommen sind. Die müssen ja irgendwie an diese Klamotten gekommen sein. Ne? Die sind ja nicht vom Himmel gefallen. Und das war ja das Kuriose. Darüber war nichts berichtet in den Zeitungsartikeln. Ist auch normal. Was sollen die alles den ganzen Gericht schreiben? Aber deswegen war diese Fallakte von dieser Sache für mich interessant. Woher ich die habe, ist auch uninteressant. Ich habe sie auf jeden Fall bekommen und bin die dann durchgegangen. Und darüber will ich mal jetzt mit euch reden. Okay? Wie sind die an diese Klamotten gekommen? So, auf jeden Fall, da gab es einen Deutschen. Den Namen werde ich nicht sagen. Der ist ein Kronzeuge auf jeden Fall. Durch ihn ist die Sache hier alles aufgeflogen. Den haben sie halt wohl so als Lager benutzt für Drogen. Der hat auch für die halt gewisse Sachen erledigt im Hintergrund. So ein Handlanger halt. Ne? Und da haben die wohl diese Klamotten vom Tatabend von dieser Brandstiftung mit einem Benzinkanister und so wohl abgegeben und haben ihm gesagt, hier, vernichte die. So.
Und der Schlaumeier hat das natürlich nicht gemacht. Der hat die Sachen weggetan. Ich denke mir mal, als Joker, keine Ahnung, falls der mal irgendwann erwischt wird, dass er das da so ausnutzen kann. Ist ja auch passiert im Grunde genommen. Die haben denen ja auch echt was gebracht. Ne? Der hat das dann halt ausgesagt, ey Leute, ich habe hier was, ne, wir können mal Deal, wie auch immer, sind die wohl eingegangen. Und dann hat er das preisgegeben, hat gesagt, hier, die Sachen ausgeliefert. Und an den Sachen haben die halt die DNA-Spuren gefunden von den zwei Leuten. Und die Sachen haben auch so übereingepasst, was die Kamera gezeigt hat. Und so kam es ja zur Anklage und auch zur Verurteilung. Liest es einfach. Ich werde euch das einblenden. Und das ist so die Geschichte jetzt eigentlich. Aber dann habe ich die Aussage weitergelesen. Und was ich da halt dann gelesen habe, ne, das hat mich echt vom Hocker gehauen, sage ich mal. Und wie gesagt, das ist 2 Jahre jetzt zurück, ne, nach Aygün Mutschuk sein Anschlag. Und ich habe gedacht, so, das kann doch irgendwie nicht sein, so, ne, weil, also, was, guckt euch das einfach mal selber an. Okay, so, ich habe diese 3 Blätter für euch mal so fertig gemacht, dass ihr euch das auch mal angucken könnt. Wie gesagt, das ist, hat nichts mit der Akte Aygün Mutschuk zu tun oder mit dem Fall. Da ist was ganz Separates, was 2 Jahre später passiert ist. So, und vor allen Dingen ist die Sache schon abgeurteilt worden. Also da ist keine rechtliche Relevanz, dass ich das jetzt auch zeige. Ne? Aber guckt euch das mal an. Liest euch mal bitte so genau durch. Ne? Vor allen Dingen die Stellen, die ich euch da markiert habe. Und macht euch mal dann eure Gedanken und danach reden wir gleich mal weiter, okay? Guck mal genau hin. Vor allen Dingen die Staatsanwaltschaft Gießen, ne, die soll auch genau hingucken. Und bin mal gespannt, so, was die Leute dazu sagen. Okay, ich bin so ein Hobbyermittler an Nürn, so. Aber guckt euch das einfach an, was ich da habe. Und dann reden wir gleich mal einfach weiter, okay? So, jetzt habt ihr das gesehen. Das ist eine große Thematik. Das ist jetzt der Teil, worum es heute geht. Und zwar, ihr habt auch gesehen, dass ich über den Brandanschlag rede, über Videoüberwachungsaufnahmen und wie das gemacht worden ist und den Ablauf, wie die erwischt worden sind. Aber ihr seht auch, dass ich nur rede, so, und nichts auf den Tisch legen kann. So, und heute, durch die Bild-Zeitung, durch den Bericht, hat sich jetzt alles geändert. Ich kann jetzt den Brandanschlag als Video zeigen, wovon ich geredet habe. Heute kommt der Beweis, ne, dass ich alles richtig gesagt habe, die Wahrheit gesagt habe. Heute kann ich Gesichter zeigen zum Robert T., zu diesem Ansgar und den anderen Mitbeschuldigten, was den Brandanschlag angeht, weil die Quelle ist die Bild-Zeitung. So, ich tue theoretisch die Bild-Zeitung als Quelle nehmen und zeige euch jetzt erstmal den Bericht, was gestern ganz frisch aktuell über diesen Fall rausgekommen ist. Guckt euch das mal an.
So, das war's. Das ist ganz neu, ganz frisch. Wie gesagt, gestern kam es raus. Robert Toprak, gegen den läuft jetzt eine Anzeige, weil er der Auftraggeber ist. Und jetzt seht ihr, Leute, wir haben damals die Wahrheit gesagt, die Familie, die Schwester Aygün Muçuk hat die Wahrheit gesagt, weil sie hatte das schon gesagt, dass er der Drahtzieher dieser Sache ist, dieser Robert Toprak. Heute seht ihr es, ne? Die Bild-Zeitung hat einen riesen Bericht gemacht, ganz auffällig. So, und obwohl das eine Sache, die habe ich ja in dem Rückblickvideo erklärt, schon abgeurteilt worden sind, diejenigen sind aktuell noch im Gefängnis, auch der Ansgar, um den uns es ging, so, was Aygün Muçuk-Fall angeht. Und da seht ihr mal, ne? Späte Gerechtigkeit ist auch Gerechtigkeit. Ich habe meine Arbeit gerade gemacht, sauber gemacht. Wenn ich sage, ich bin freier Journalist, dann halte ich mich an gewisse Regeln und gebe mein Bestes, wie ich das damals gegeben habe. Hier die Akten. Ne? Ich habe Tage und Wochen daran gesessen für die Familie Muçuk, für Aygün Muçuk, dass halt sein Tod am Ende seine Gerechtigkeit findet. Heute kommen wir wieder ein Stück der Sache näher. Ich hatte euch immer gesagt, wartet ab, Leute, die Sache, die ist am Laufen und im Hintergrund passieren Sachen und Stück für Stück kommen wir der Sache immer näher. Heute ist ein Tag, wo ich mich mit Stolz jetzt hier hinsetzen kann, darüber wieder berichten kann, auch vielen, die immer danach gefragt haben. Aygün Muçuk ist nicht vergessen, wird nicht vergessen, ganz im Gegenteil. Wartet einfach ab, ich sag's wieder, ich kann nicht in Detail reingehen, Leute. Ich weiß mehr, aber ich kann nicht in Detail reingehen. Deswegen, hier habt ihr das jetzt gesehen. Jetzt kommen wir mal nochmal zu diesem Brandanschlag, ne, den ich leider halt damals nur erzählen konnte und mir dann natürlich wieder von gewissen Parasiten anhören musste, die diese Sache eigentlich diskreditieren wollten. Die hatten ihre Gründe. So. Und von welcher Seite das kam, war klar. Und da hatte ich über diesen Brandanschlag geredet. Heute, nach einem Jahr, ne, kann ich das jetzt beweisen per Video. Genau das, was ich erzählt habe, guckt auf den Rückblickvideo, was ich da genau erzähle, wie dieser Brandanschlag passiert ist. Und guckt euch jetzt heute mal exklusiv das dazugehörige Video an. Sie kommen vermummt und mit Brandbeschleuniger. Im hessischen Reiskirchen brechen zwei Hells Angels-Mitglieder in der Nacht in ein neu errichtetes Bordell ein. Sie haben eine geladene Waffe und Brennflüssigkeit dabei, setzen das Bordell in Brand. Das Video, das Bild exklusiv vorliegt, zeigt, wie einer der Männer beim Betreten die Waffe durchlädt. Sein Komplize schüttet Brennflüssigkeit über den Fliesenboden, auf Holzpaletten und Baumaterial und setzt die Einrichtung in Flammen. Weil zu wenig Sauerstoff im Haus ist, erlischt der Brand. Schaden dennoch 17.000 Euro. Das Landgericht Gießen verurteilte wegen des Vorfalls aus 2018 die beiden Rocker Ansor B. und Zibri S. zu 2 Jahren und 10 Monaten Haft. Jetzt kommt heraus, der Hells Angels Chapter Gießen Boss Robert T. soll die beiden Clubmitglieder dazu angestiftet haben. Motiv der Brandstiftung soll die Konkurrenzsituation mit dem nur wenige 100 Meter entfernten Bordell FKK Village gewesen sein, das zum Hells Angels Imperium gehört. Das war's, Leute. Habt ihr es mit eigenen Augen gesehen? Und für mich ist das normal. Warum? Weil ich wusste, was ich damals erzählt habe. Das beruhte auf meine Arbeiten. Und ich finde das echt, ich bin froh, dass es heute so ist, dass ich das jetzt nach einem Jahr bildlich beweisen kann an alle, die damals geschwätzt hatten und geredet hatten. Ich weiß, ihr werdet euch jetzt in euren Löchern verkriechen. So, aber hier ist die Wahrheit, hier ist der Beweis, was das angeht. Wie gesagt, Robert Toprak, wie die Familie das gesagt hat, wie wir das schon damals gestellt haben, dass er der Drahtzieher ist. So, und dass
diese Ansgar und so alle dahinter stecken. Wie gesagt, vieles konnte ich nicht machen. Nochmal, ich bin nicht hinter keine Sensationslust her gewesen oder hinter Geld oder sonst was. Das ist für mich eine Ehrensache, das ist eine Aufgabe, so die Aufgabe meines Lebens überhaupt, weil ich habe der Familie versprochen, dass ich alles machen werde, bis zu dem Tag nicht aufhören werde, bis Aygün Mucuk seinen Tod, seine Gerechtigkeit findet. So, und wir sind Stückchen für Stückchen der Sache näher gekommen. Heute ist wieder ein Kapitel damit geschlossen. Auf jeden Fall, Leute, guck mal, ich will jetzt nicht noch tiefer in die Materie reingehen. Ich habe mir das so überlegt, der Attila, viele Grüße von der Schaltzentrale in Baden-Württemberg, Attila Schaltzentrale, der wird auf dieses Video reacten und Attila hat mir damals auch geholfen. Ich habe den auch gewisse Aufgaben übertragen gehabt, die der erledigen sollte. Der ist der Materie bekannt, also er kennt die Materie, er kennt die Sachen. Und wenn ihr genau noch Details haben wollt, ne, so, guckt bitte seine Reaction, sein Video, ganz wichtig. Er wird euch da vor allen Dingen über auch die Hintergrundsachen noch aufklären. Ich habe euch jetzt ein Rückblickvideo gezeigt, der 12, 13 Minuten geht. Aber das war ein zweiteiliges Interviewvideo. Danach hatten wir nochmal mit der Schwester gesprochen. Dann kamen noch glaube ich, ein, zwei Videos. Das ist eine sehr große Sache. Die hat damals deutschlandweit vieles bewegt, war sehr medial. Und wie gesagt, als Cold Case ist es dann verschwunden, bis ich halt die Familie, die Schwester kennengelernt habe und mit diesen Interviews und meinen eigenen Ermittlungen angefangen habe. Deswegen, ich werde das jetzt hier nicht lange rauszögern und geht einfach Attila Schaltzentrale, der wird euch alles Entsprechende. Ich rede jetzt von den Leuten, die neu eingestiegen sind, die viele bestimmt dessen noch nicht genau informiert sind oder wissen, was da genau alles damals gelaufen ist. Der Fall Aygün Mucuk allgemein, speziell diese Leute, geht Attila Schaltzentrale. Ich denke mir mal, der wird heute Abend oder spätestens morgen wird ihr das Video machen und da wird ihr auch an die Details reingehen, wo ihr dann auch das alles heute noch besser versteht. Und das war es jetzt eigentlich so von mir. Nochmal, das ist die Aufgabe meines Lebens gewesen. Ich habe Tage und Wochen mit diesen Akten verbracht und ich habe Herzblut reingesteckt und ich bin auch, was das angeht, echt einer dieser Sachen stolz, so dass ich einen Cold Case Fall wieder zur Ermittlung gebracht habe und das so seinen Weg genommen hat. Wie gesagt, ich kann und werde hier nicht näher darauf eingehen. Ich bin mit in den Ermittlungen theoretisch drin und ich sage euch jetzt hier am Ende nochmal, wenn wir was machen, machen wir das gerade. Ich nehme diese Sachen ernst. Die Familie ist mir wichtig. Und vergesst nicht so, damals ist auch dieser Spruch rausgekommen, den ich angefangen habe, dann immer zu benutzen. Wenn sich der Nebel verzieht, sehen wir, wer noch steht. So, und jetzt hier auch an den Robert Toprak, der damals einfach so getan hat, ob nichts ist. Ne? Guck, die Lüge gewinnt den Sprint, die Wahrheit den Marathon. Okay, alles Weitere werdet ihr sehen. Ich sage nur soweit jetzt am Ende, der Fall Aygün Mucuk ist nicht zu Ende, ganz im Gegenteil. So, und lasst euch überraschen, was am Ende dieses Weges rauskommen wird. Okay, Leute, und vor allen Dingen, was mir am Herzen liegt, das ist schon für gewisse Leute so ein Volkssport geworden. Die sitzen in ihren stinkenden Löchern und warten nur darauf, dass die irgendwie irgendwo meine Arbeiten diskreditieren können. So, immer diese Gerüchte, so, dass ich Sachen faken würde, ne, so, oder sonst was, so, obwohl alles, was ich bis heute gemacht habe, alles auf Beweisen Hand und Fuß hatte. Der Rest,
Das sind erfundene Sachen, Schmutzkampagnen, irgendwie kommen die aus ihren Löchern mit irgendwelchen Sachen. Und das habe ich bis heute nicht verstanden. So, ne? Dass ich bekannt sein soll wegen Fake-Sachen, so, unglaublich. Aber das ist normal, das sind diese Parasiten, die in gewissen Fällen, sage ich mal, engagiert worden sind, also darauf angesetzt worden sind. Guck mal, wie jetzt im aktuellen Fällen Rotz und so, ne? Die sind gut da drin, Farid Bang übrigens auch, ihr kriegt das nur nicht mit. Die haben halt ihre Parasiten, die dann versuchen, Sachen zu diskreditieren, aber davon lasse ich mich nicht beirren. Ich mache meine Arbeit gerade, sauber, nenne den Kind beim Namen, bin neutral. Wenn ich für eine Seite was mache, heißt das nicht, ich halte zu der Seite, das ist Berichterstattung. Aber wenn ich was für die andere Seite finde, was für die spricht, tue ich das auch auf den Tisch. Okay, Leute, merkt euch das, lasst euch nicht von diesen Parasiten draußen beeinflussen und vergesst nicht einfach, glaubt mir, ne, die Wahrheit siegt am Ende immer. Okay, Leute? Passt auf euch auf, deswegen, das war jetzt eine Sondersendung, geht bitte auf Attilas Kanal, der wird auf dem Video reacten und viel mehr Infos geben, was allgemein euch über diese Sache Eigenmutschung überhaupt informieren wird. Okay Leute, das war's jetzt von mir, passt auf euch auf, an meine Schwester Dürie, ne? An die anderen, meine Schwester, die Familie, an euch alle so aus Herzen. Ich habe das immer euch gewünscht und ihr wisst, wir kommen langsam an unser Ziel an. Ne? Viele, viele Grüße an euch und an meine ganze Community, die von Tag an immer an mich geglaubt haben und hinter mir stehen. Und das war's. Okay, Leute, passt auf euch auf. Den Dorf, den man sieht, muss man nicht erklären. Vier Finger Mexican Style.